Lichterloh. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Lichterloh. Interessante Zeiten, wenn ihr mich etwas durcheinander seht. Wir hatten gerade hier immer wieder alle möglichen Besuche aus höchster Instanz und die sind immer recht gefährlich. Ne? Wir sind Himmelsbürger, aber hier bin ich halt nun mal immer noch mit meinem deutschen Ausweis in alle Richtungen. Und ja, preist dem Herrn, ihr könnt immer Gebet gebrauchen. Jedes Mal, wenn ihr euch an uns erinnert, dann heißt das betet. Ja? Die kommen so plötzlich hierher und du weißt nicht, was dahinter steckt. Man hat dann noch nicht mal mehr Zeit, eine SOS loszuschicken, außer im Geist das SOS loszuschicken. Halleluja. Also es ist jetzt die Zeit, wo wir feinfühliger sein müssen als je zuvor. Amen. Jetzt ist die Zeit, wo wir, wenn wir nicht im Geist leben, ich weiß nicht, wie lange wir dann leben werden. Amen. Spannende Zeiten. Stehen im Geist, wenn alles ringsherum sich erschüttert. Wir haben das Königreich empfangen, was nicht erschüttert werden kann. Amen. Das Reich, was wir bekommen haben, kann nicht erschüttert werden. Amen. Wenn wir alles um uns herum erschüttert sehen, dann heben wir unsere Augen auf, weil wir wissen, dass unsere Errettung naht. Ich habe schon gesagt, wir werden ständig gefragt, wann kommt Jesus, wann ist die Erdrückung und so weiter. Es gibt viele verschiedene theologische Ansichten darüber. Ich möchte nicht in Theologie gehen, aber ich will da reingehen, dass ich dir sage, lebe bereit. Jeden Tag, 24 Stunden am Tag, lebe bereit. Und weißt du, wie du leben solltest? Du solltest so leben, dass du so viele Menschen wie möglich mit dir mit in den Himmel nimmst. Amen. So viel wie möglich noch mit in den Himmel bekommen. So viel wie möglich bereit zu haben. Halleluja. Kraha Shanta. Die, die bereit sind, die werden zack mit Jesus gehen. In den Wolken ihn treffen. Halleluja. Wunderbar. Es ist gewaltig, bereit zu leben. Diese Sicherheit zu haben, diese Hoffnung zu haben, dieses Wissen zu haben. Andere bekannte Freunde von uns sind ins Gefängnis gekommen, Halleluja. Und ich habe vorher von ihm gehört, er hat gesagt, ich bin bereit auch zu sterben da drin, kein Problem, ich weiß, ich gehe direkt zu Jesus, kein Problem. Und wenn ich so für sie bete, das Einzige, was ich für sie bekommen kann, ist Erweckung im Gefängnis, Erweckung im Gefängnis, Erweckung im Gefängnis. Wir leben in spannenden Zeiten. Bist du bereit, auch im Gefängnis für Jesus zu stehen? Bist du bereit, für Jesus zu stehen? Halleluja. Auch wenn es so zugeht, dass du nicht weißt, wo du morgen bist, wo du heute bist, dass du nicht weißt, wie deine Zukunft ausschaut, ob deine Zukunft auf der Erde stattfinden wird oder im Himmel stattfinden wird. Ganz interessant, aber wir sind bereit. Amen. Und wir müssen auch bereit sein mit unseren Finanzen. Das habe ich euch erstmal einen Ringsumschlag gegeben. Aber es ist nicht einfach, hier zu leben. Ne? Es ist nicht einfach, unter solchen Umständen zu leben, auch dass du zwar deinen himmlischen Pass hast, aber halt nicht den Pass für das Land, in dem du lebst. Halleluja. Ja, interessant. Gut. Und in dem du auch bleiben möchtest. Ne? Mal gucken. Der Herr leitet uns alle Zeit im Triumphzug. Amen. Halleluja. Auch wenn wir noch so schön schwitzen, wissen wir, dass wir Mineralien uns wieder zuführen müssen, wenn sie rausgeschwitzt werden. Preis dem Herrn. Gott ist so gut, dass er uns all diese Dinge zeigt, die wir zum Leben und zur Gottseligkeit nötig haben. Er hat sie uns alle schon gegeben. Amen. Wir wissen, dass wir Asche auf die Felder tun müssen oder auf das, was wir eben anpflanzen, dass da wieder neue Mineralien in den ausgelaugten Boden reinkommen, indem wir Asche gebrauchen. Also wenn du irgendwo ein Lagerfeuer machst, nimm dir die Asche mit. Die ist absolut wertvoll, wenn du sie tust, auf was auch immer du irgendwo anpflanzt, in deinem Garten oder wie auch immer, auf deinem Fensterbrettchen. Ich gebe euch immer so viele Tipps. Mein Mann sagt immer, du bist wie eine Mami für alle. Wie eine Mami, die ganzen vielen Tipps so nebenher mit rausschleudert. Ne? Eine Sprüche 31 Frau sagt immer, sie öffnet ihren Mund mit Weisheit. Es ist ein wunderbarer Segen, wenn dein Mann ein solches Zeugnis von dir geben kann. Okay, hinein in unser Thema. Finanzen in spannenden Zeiten. Finanzen in schwierigen Zeiten. Das Internet ist voll, die Nachrichten sind voll von allen möglichen Unkenrufen, wie schlimm es aussieht mit der Wirtschaft und so weiter. Und es ist auch nachvollziehbar, es ist auch verständlich, wenn alteingesessene Firmen und Geschäfte, die über viele Generationen in Familienbesitz waren, plötzlich in Konkurs gehen, pleite machen, zumachen. Wenn viele riesen Bosch-Firmen, riesengroße Hallen, ich habe bei Bosch gearbeitet, 1,5 Jahre lang als Dolmetscherin, wenn diese Dinger plötzlich zumachen, ist das schon etwas erschütternd. Ne? Und warum machen sie zu? Weil halt irgendwo eins der vielen, vielen, vielen Teile, die sie brauchen, um ihr Produkt zu fabrizieren, diese Firma hat zugemacht. Und dann können die nicht mehr weiterarbeiten, weil ihnen das eine Teil fehlt. Brutal. Wir sind alle so miteinander verbunden. Unsere Welt ist nicht so sicher, wie wir denken, dass sie sicher wäre. Wir leben oft so, als, heute bin ich hier und alles wird immer so bleiben, wie es war. Nein, das hast du keine Garantie drauf. Ne?
eigentlich sollten wir sagen, so wahr ich lebe. Ne? Wenn ich lebe, dann werde ich in diese Stadt gehen und Geschäfte machen. Wenn der Herr will und ich lebe, ne? Dann, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir in diese Städte gehen und Geschäfte treiben und so weiter, dort eine Weile bleiben. Es ist gut, wenn die Zeiten so sind, dass wir uns mehr auf den Herrn besinnen. Amen. Finanzen in schwierigen Zeiten. Wie lebst du mit deinen Finanzen in schwierigen Zeiten? Du solltest jetzt der absolute Geber sein. Du musst jetzt der sein, der allezeit bereit ist, alle zu speisen, alle zu kleiden, allen zu geben, was sie brauchen. Du darfst jetzt in diesen Zeiten nicht derjenige sein, der sich selber darüber sorgt, wo soll meine nächste Kleidung herkommen. Du darfst nicht der sein, der sich überlegt, was soll ich morgen essen, was soll ich morgen trinken. Ich hoffe, du bist aus dem Stadium raus. Als Gottes Kind solltest du in diesem Stadium nicht leben. Als Gottes Kind musst du der Versorger sein. Ströme lebendigen Wassers fließen aus dir. Amen. Das heißt Ströme von Wort Gottes. Das heißt Ströme von allem, was die Menschen brauchen. Halleluja. Du musst der Geber sein. Du bist connected mit dem Geber aller guten Gaben. Amen. Es ist kein Schatten in ihm. Keines Wechsels Schatten. Halleluja. Unser lieber Reinhard Bonnke hat immer so powerful gepredigt. Gott ist immer im Zenit. Halleluja, es gibt keinen Schatten bei ihm und er ist der Geber aller guten Gaben. Amen. Alle guten Gaben, alle perfekten Gaben, Geschenke, alles kommt von ihm. Halleluja. Kann er dir geben, wenn es auf der Welt das eigentlich nicht mehr gibt? Kann er dich versorgen, wenn das auf der Welt eigentlich ausverkauft oder nicht mehr produzierbar ist? Er kann. Er will dich in ein ganz neues System hineinbringen. Jetzt in dieser Zeit musst du in einem ganz neuen System leben. Amen. Mein Mann sagt immer so wunderbar, und er hat absolut recht, wir sehen es in der Bibel. In der Zeit vor dem ersten Kommen Jesu war sehr stark die Aktivität von Engeln sichtbar. Amen. Zum Kommen Jesu waren Engel äußerst aktiv. Das heißt, die Engel, meine schützenden Engel hier, sind auch äußerst aktiv. Wir sind bestens beschützt hier, Halleluja. Die Engel, no problem, leave it. Das sind meine Schutzengel hier mit Fell. Die Engel sind höchst aktiv vor dem ersten Kommen Jesu. Und die Engel werden auch vor der Wiederkunft Jesu höchst aktiv sein. Amen. Du kannst jetzt mehr Engelsbesuche, mehr Engelsaktivität erwarten als zu normalen Zeiten. Amen. So wie unsere Tage, so ist auch unsere Kraft. Amen. Wenn es ganz, ganz schwierige Tage sind, dann haben wir diese Kraft, die übernatürliche Kraft, die übernatürliche Weisheit, die schwierigen Tage durchzustehen. Wenn du im Geist wandelst, warnt dich der Herr vor all dem, was kommen wird. Ich habe mich kringelig gelacht, dass die Leute Klopapier gehortet haben, als diese ganze Geschichte angefangen hat. Es gab Überfälle, kriminelle Überfälle auf Klopapiertransporter. Ich finde das einen absoluten Hammer. Ich habe mich kringelig gelacht. Ich dachte mir, Leute, ihr habt noch nicht ganz verstanden, was wirklich essentiell nötig ist im Leben. Halleluja. Ich weiß nicht, wie viel Klopapier ihr habt. Eine Pastorin hat mir geschrieben, ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dieser ganzen Geschichte, aber jedenfalls Klopapier haben wir auf alle Fälle bis zur Wiederkunft Jesu. Wie war das? Sauber geht die Welt zugrunde. Halleluja. Was hordest du? Zuallererst mal musst du Wort Gottes in deinem Herzen horden. Wenn du das Wort Gottes in deinem Herzen verborgen hast, wenn du das Wort Gottes in deinem Herzen hast, dann wirst du stehen inmitten von Krankheit gesund. Dann wirst du stehen inmitten von Chaos und Angst mit Glauben und mit Zuversicht. Dann wirst du nicht der sein, der überall Seelsorge suchen muss und der überall Schwierigkeiten hat und Angst und Krankheit und sonst was hat, sondern du wirst derjenige sein, der anderen, die in Panik sind, Mut machen kann. Amen. Und du wirst derjenige sein, der auch die Versorgung hat, der auch die Finanzen hat, der auch all die Mittel hat, denen was zu geben, die eben nichts haben. Halleluja. Du wirst derjenige sein, der die Welt halten kann. Warum? Weil dein Gott, weißt du, wie dein Gott die Welt erhält? Durch das Wort seiner Kraft, das Wort seiner Macht. Durch das Wort erhält er alle Dinge aufrecht. Halleluja. Wenn du dieses Wort in deinem Herzen verbirgst, auf die Art in China, ertragen sie all die Foltern und gewinnen ihre Folterknechte fürs Reich Gottes. Amen.
Auf diese Art und Weise können Leute alle möglichen Art von Tortur ertragen und weiterhin das Licht Jesu leuchten lassen. Amen. Wir leben in Zeiten, wo du voll und ganz im Reich Gottes leben musst. Engel werden aktiver sein als je zuvor. Engel werden dir helfen, im Plan Gottes zu gehen. Sie werden dich warnen, sie werden dich beschützen. Sie werden dich leiten, sie werden dich an der Hand nehmen und aus Sodom und Gomorra rausführen. Ich weiß nicht, was nötig sein wird, aber die Engel Gottes werden sehr aktiv sein für dich. Halleluja! Die ganze Schöpfung wird sehr aktiv sein für dich. Weißt du, was geschehen ist? Zur Geburt Jesu. Der Stern. Halleluja! Der Stern ist in weit entfernten Ländern sichtbar gewesen. Der Stern des Reiches Gottes. Halleluja! Der Stern der Gegenwart Gottes. Der Stern der Errettung, der da aufgegangen ist. Die Weisen haben ihn gesehen. Die Weisen haben ihn verfolgt. Die Weisen sind zu Jesus gekommen mit ihren Opfern. Was wird jetzt in dieser Zeit geschehen? Dieser Stern wird auch für dich, er ist schon aufgegangen. Er wird Leute leiten zu dir, wenn du zulässt, dass das Licht in dir leuchtet. Du bist ja das Licht der Welt, ne? Und das Licht der Welt, das darf nicht unter Scheffel gestellt werden. Es muss leuchten, 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 leuchten. Du wirst tausende von Gründen haben, warum du jetzt das Licht nicht so hell leuchten lassen kannst und sollst und darfst. Lass es trotzdem leuchten, noch heller. Denn je finsterer es wird, umso mehr musst du Licht leuchten lassen. Umso finsterer, umso heller leuchtet dein kleines Lichtchen. Du dachtest, ich bin doch nur ein kleines Lichtchen. Ja, preis dem Herrn, wenn es finster wird, ist jedes kleine Lichtchen hell. Halleluja. Und während du leuchtest, wirst du immer heller werden. Und mehr Leute werden zum Lichtglanz deines Aufgangs hingezogen werden. Könige, die höchsten Regenten. Als Jesus geboren wurde, als Jesus, das lebendige Wort, aus dem Mutterleib einer Frau herauskam, hat dieser Stern die Weisen zu ihm geführt. Und wie kamen sie? Mit leeren Händen? Kamen sie staunend mit leeren Händen? Sie kamen mit ihren Gaben, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Ist Jesus in dir geboren? Die Weisen müssen zu dir kommen mit Gold und Weihrauch und Myrrhe. Halleluja! Und du musst derjenige sein, diejenige sein, der das Weise einsetzt fürs Reich Gottes, der das verteilt. Gestern ist uns gesagt worden, Papa, es ist einfach herzzerreißend für mich, furchtbar, schrecklich und unvorstellbar, dass es jetzt ganz häufig so ist, dass die Pastoren in den Gemeinden jetzt halt ihre Online-Gottesdienste haben und den Leuten sagen, eure Opfer, eure Zehnten, die müsst ihr aufbewahren, gell? Bewahrt die ganz fest auf und das nächste Mal, wenn ihr in den Gottesdienst kommen könnt, dann gebt ihr die vielen, vielen Monate von Opfern und von Zehnten, die gebt ihr dann alles auf einmal. Es verletzt mich zutiefst, muss ich gestehen. Weil ich denke mir, meine Güte, wie viele Leute, wie viele Nachbarn von den Leuten, die jetzt irgendwo in einem Haus sitzen, wie viele Nachbarn haben ihre Arbeit verloren? Wie viele Nachbarn mussten ins Krankenhaus und haben da irrsinnige Rechnungen zu bezahlen? Hier haben die meisten keine Krankenversicherung. Irre Rechnungen, Intensivstation wochenlang und alles mögliche Zeug. Wie viel Selbstmorde ständig? Wie können Pastoren dann nicht ihren Schafen sagen, okay, wenn wir den Armen geben, dann leihen wir dem Herrn. Gib den Armen. Jesus hat gesagt, die Armen habt ihr immer mit euch. Wann immer ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Jetzt ist die Zeit, wo ihr wollen solltet. Jetzt ist die Zeit, wo ihr Wunder erwarten müsst. Jetzt ist die Zeit, wo ihr erwarten müsst, dass Sterne die Reichen zu euch bringen, weil Jesus in euch aufgegangen ist. Jetzt ist die Zeit, wo ihr erwarten müsst, dass diese Wundermultiplikation geschieht. Wie können wir jetzt sagen, dass wir jetzt unseren Opfer und Zehnten aufbewahren müssen und dann in die Gemeinde bringen? Ich habe gesagt, Leute, was hatten die denn jetzt für Ausgaben? Ja, normalerweise haben sie Stromrechnungen. Wenn du keine Gemeinde hast, hast du keine Stromrechnung. Hast du schon mal einen Haufen Geld gespart, was du eigentlich geben könntest für die Leute, die jetzt sich umbringen, weil sie kein Essen mehr im Haus haben? Ha. Das Gericht muss anfangen im Haus Gottes. Amen. Es fängt an im Haus Gottes. Wir müssen jetzt unsere Herzenseinstellungen richten. Amen. Wir haben hier viel, viel, viel schon gegeben. Wir sind am ständig Weitergeben. Wir sind dabei, unsere Leute zu motivieren zu geben, zu ermutigen zu geben. Wir erleben so viele Wunder. Indem wir geben, gibt Gott uns mehr auf wundersame Art und Weise. Wir müssen rauskommen aus dem System der Welt in so vielen verschiedenen Bereichen. Ach, wenn du dir anschaust, in wie vielen Bereichen du selbst noch im System der Welt lebst, wie du noch abhängig bist vom System der Welt. Wir müssen davon frei werden. Als Jesus geboren wurde, hat der Himmel selbst die Weisen, die Könige zu Jesus geführt. Mit zu diesem Baby mit Riesenreichtümern. Dieser Jesus, der in dir aufgegangen ist, mit Riesenreichtümern,
Halleluja, mit gewaltigen, gewaltigen Reichtümern. Dieser Jesus zieht auch jetzt Reichtümer an dich, wenn du in deinem Herzen zeigst, dass du bereit bist zu geben. Dass du bereit bist, das Herz Gottes durch dich fließen zu lassen. Jesus ist in dir geboren, in dir aufgegangen. Finanzen müssen rennen zu dir. Und dann musst du das tun, was Jesus gesagt hat. Ihr habt die Armen immer unter euch. Wann immer ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Jetzt ist die Zeit, den Armen Gutes zu tun. Amen. Jetzt ist nicht die Zeit, für dich zu horten. Jetzt ist die Zeit, das Wort Gottes ganz neu zu studieren. Auch in Sicht hin auf, wie schauen Finanzen in der Endzeit aus? Was tun wir mit unseren Finanzen in der Endzeit? Eine Stelle ist mir so sehr auf dem Herzen die ganze Zeit. Und ich denke mir, Herr, komische Stelle. Was hat das denn jetzt zu tun mit Endzeit und mit Entrückung und mit sonst was? Aber es brennt mir auf dem Herzen und ich werde sie euch einfach geben. Und wir werden alle zusammen darüber beten, auch du solltest darüber beten, was das für dein ganz persönliches Leben bedeutet. In 2. Mose, Kapitel 3, ihr wisst, ich habe keine deutsche Bibel, ich übersetze live aus meiner englischen Bibel. Gott hat Israel durch Mose sagen lassen, dass er sie rausholen will aus Ägypten. Ägypten ist ja für uns geistlich gesehen das System der Welt. Ist dir klar, wie sehr wir noch im System der Welt sind, gerade auch medizinisch gesehen? Wie sehr wir unser Vertrauen gesetzt haben auf Ärzte und auf Krankenhäuser? Wie sehr wir unser Vertrauen eigentlich nicht zuallererst auf Gott setzen? Und es ist so geschickt, so schlau gemacht worden. In Deutschland hatten wir immer die kostenlose Krankenversicherung. Ne? Hier kostet es dich was, zum Arzt zu gehen, und dann kostet es was, Medikamente zu nehmen. Und hier vergiften sich viele Leute, indem sie halt den Arzt nicht bezahlen, sondern zur Apotheke rennen und dann halt das kaufen, was sie das letzte Mal genommen haben, so und so weiter. Also dieses ganze System zu vertrauen, der Welt zu vertrauen, Menschen zu vertrauen. Menschen, die Medizin studiert haben, vor vielen Jahren in Kolumbien habe ich das erste Mal gehört, dass eben Ingenieurwissenschaften und Medizin studiert werden, weil man da das beste Einkommen hat. Und sogar Leute, die das eigentlich studieren, mit den besten Absichten, Menschen zu helfen, müssen so viel in ihr Studium investieren, müssen so viel Kredite aufnehmen, müssen dann die ganzen Maschinen sich anschaffen, die dann abbezahlt werden müssen. Sie können dann aus diesem System nicht so einfach raus. Und sie müssen dann halt viele Dinge verschreiben, auch die ganzen Tests oder was auch immer verschreiben, die vielleicht gar nicht unbedingt notwendig wären. Wenn ich jetzt hier mitbekomme, mir ist gesagt worden, wie viel an alleine mal die Handschuhe und die Masken und die Schutzanzüge und so weiter war, und die Tests, was da an Geld ausgegeben worden ist, während Menschen verhungern. Und das Geld geht ja alles zurück in eine riesengroße Industrie, ne? Geht alles in eine große Industrie. Ah, Halleluja! Müssen wir in diesem System bleiben? Überleg dir mal, in welchen Systemen du noch drinsteckst, weil Gott will Mose gebrauchen. Gott will Propheten gebrauchen, sein Volk rauszuholen aus Ägypten. Aus weltlichen Systemen? Ja, Akapatanke, ich bin ausgestiegen vor keine Ahnung wie vielen Jahren, meine Güte, wie viele Jahre nehme ich keine Medikamente. Ich habe gerade einen Herpes-Zoster durchgemacht. Shingles, Gürtelrose. Nachts mit Eispaketen durchs Zimmer gelaufen. Viele Nächte nicht geschlafen. 5 verschiedene Schlafmöglichkeiten gehabt, habe es nirgends ausgehalten vor Schmerzen. Bin durchgelaufen mit Wort Gottes proklamiert, mit Gebet, mit Lobpreis. Gelaufen, 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 weil ich mich nirgends hinsetzen oder hinlegen konnte. Monatelang. Preis den Herrn. Ich habe es verstanden. Ich dachte mir, okay, der Herr hat mir erlaubt, das durchzumachen und hat mir nicht erlaubt, irgendwelche, noch nicht mal Painkiller zu nehmen. Die Painkiller habe ich ein bisschen versucht, noch nicht nur eine Vierteltablette. Das waren die Nebenwirkungen von dem Painkiller, schlimmer als der Schmerz selber. Da habe ich gesagt, behaltet euren Schrott. Ich werde auch kein Gottesgeld rein investieren. Hast du dir mal überlegt, dass du Gottesgeld eigentlich zu den Ärzten und in die Apotheken trägst? Hast du dir mal überlegt, dass du Gott fragen solltest, ob du das Geld wirklich da rein investieren solltest? Oder ob Gott vielleicht andere Felder hat, wo du hinein investieren solltest? Das System der Welt. Ich habe dieses riesengroße Gesicht ganz hoch, ganz nahe über den Menschen hängen sehen, wie so eine Wolke. Und alle so hier, ne? Und das waren Ärzte und das ganze System, dem wir vertrauen für unsere Gesundheit. Und der Herr hat mir gesagt, das ist ein Götze. Autsch. Es ist ein Götze, dem wir mehr vertrauen, als wir Jesus vertrauen. Ich habe viele, viele Jahre keine Medikamente genommen. Und
Es geht mir besser als meinen vielen Freunden in meinem Alter, die irgendwelche Medikamente angefangen haben. Du brauchst Jesus. Wenn du sein Wort in deinem Herzen bewahrst, dann ist das die beste Medizin. Amen. Und dann hast du ein fröhliches Herz. Und das fröhliche Herz wirkt besser als jede Medizin. Halleluja. Du hast so viele Bibelstellen. Es ist die Zeit, das Wort Gottes in deinem Herzen zu verwahren, bewahren, zu verstecken und daraus zu leben. Aus der Kraft des Wortes Gottes in deinem Herzen. Weil das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes in deinem Herzen, wenn das in deinem Herzen geboren ist, dann zieht das auch die Weisen an. Amen. Jesaja 60, na, die Könige werden kommen zum Lichtglanz deines Aufgangs. Werden Könige mit leeren Händen kommen? Nein, das werden wir sie nicht. Halleluja. Also, was hat Mose getan? Mose ist berufen worden, Israel rauszuholen aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Wir merken noch nicht mal, in was für einer Sklaverei und Gefangenschaft wir leben. Mich hat der Herr da freigesetzt, in den 90ern schon. Also ja, 90, 91, 92, in den Jahren ringsherum, hat er mich freigesetzt von dieser Angst, irgendwo hinzugehen, wo ich kein gutes deutsches, sauberes Krankenhaus in der Nähe habe. Er hat mich da durchführen müssen, durch diesen Prozess Ägypten zu verlassen. Amen. Aber guck mal, was Mose auf Gottes Auftrag hin dem Volk Ägypten gesagt hat, ab Vers 20. Okay, 19, ganz interessant. Okay, alleine Israel sollte nur sagen, sie wollen Gott eben Opfer bringen in der Wüste. Aber Gott sagt, ich bin sicher, dass der König Ägyptens euch nicht gehen lassen wird. Nein, nicht einmal mit einer mächtigen Hand. Das System der Welt will dich nicht gehen lassen. Das finanzielle, das medizinische System, das Ausbildungssystem, keine Ahnung, in welche Richtung, auch das Ehe-Familiensystem, in alle Richtungen. Das System dieser Welt will dich nicht losgehen lassen. Nicht freilassen, noch nicht mal mit mächtiger Hand. Deine Kinder zu Hause selbst zu lehren, da kommst du dafür ins Krankenhaus, ja das auch, ins Gefängnis in Deutschland. Ne? Ja meine Güte, in der Bibel hat jeder seine Kinder selber lehren dürfen. Ne? Das ist eigentlich die biblische Sache, das System. Wo bist du in Ägypten drin und dieser Pharao, der König von Ägypten, er wird euch nicht gehen lassen. Nein, noch nicht mal mit mächtiger Hand. Ihr könnt die ganze 2. Mose durchlesen, was das für ein Kampf war, für Israel aus Ägypten rauszukommen. Allein schon mal der mentale Kampf, weil sie es ja gewöhnt waren. Sie waren ja die Sklaverei gewöhnt, Halleluja. Sie waren ihr Leben lang versklavt durch Todesfurcht. Weißt du eigentlich, dass du versklavt bist, solange du noch den Tod fürchtest? Fürchtest du den Tod? Ich nicht. Aber ich möchte, dass mein Tod auf eine Weise geschieht, die Gott die Ehre gibt. Ich freue mich, Halleluja, raus hier, zack, zu Jesus. Halleluja, gewaltig, warum sollte ich Tod fürchten? Aber ich möchte, dass der mein Tod Gott verehrt, Gott Ehre gibt, dass es so läuft, dass jeder sagen kann, wow, Leben und Tod, in Leben und in Tod hat sie Gott geehrt. Amen, ich habe keine Angst davor. Bist du noch geknechtet, dein Leben lang aus Todesfurcht? Du vom Teufel geknechtet? In Ägypten? So wie alle anderen, Angst vor Tod, alles tun. Meine Güte, Halleluja. Du lebst nach dem Wort Gottes, nach dem, was er dir tut und sagt. Amen. Dann sagt Gott, so werde ich meine Hand ausstrecken in Ägypten mit all meinen Wundern schlagen, die ich in ihrer Mitte tun werde. Und danach werden sie euch gehen lassen. Und ich werde diesem Volk, also Gottes Volk, dir und mir, uns, ich werde diesem Volk Gunst geben in den Augen der Ägypter. Und es wird sein, wenn ihr dann rausgeht, dann sollt ihr nicht mit leeren Händen Ägypten verlassen. Halleluja. Ihr werdet nicht mit leeren Händen da rausgehen, sondern jede Frau, spannend, ne? Nicht die Männer haben das tun dürfen, die Frauen haben das tun dürfen. Ist doch interessant. Die trauen sich oft mehr. Ne? Jede Frau soll fragen von ihrer Nachbarin, von der, die neben ihrem Haus, in der Nähe ihres Hauses wohnt, Artikel von Silber, Artikel aus Gold und Kleidung. Dinge von Silber, Dinge von Gold und Kleidung. Und die werdet ihr euren Söhnen und euren Töchtern anlegen. Und so werdet ihr die Ägypter plündern. Ist es nicht interessant, dass der Herr mir jetzt dieses Wort so stark aufs Herz legt und mir sagt, dass jetzt die Zeit ist, dass wir noch Ägypten plündern, bevor wir dann in den Himmel gehen? Amen. Ins Land Kanaan. Sie waren kurz davor, ins Land Kanaan zu gehen, ins verheißene Land, aus Ägypten raus, aus dem Weltsystem raus. Aber sie sollten Ägypten plündern, um damit den Herrn anzubeten, um damit Tempel zu machen, um damit Gott die Ehre zu geben. Amen. Das ist, was heute der Herr von dir möchte. Dass du ihn fragst, auf welche Art und Weise du Gott die Ehre gibst, indem du auch Ägypten plünderst, indem du die Welt plünderst, indem du das System der Welt plünderst,
indem du Versicherungen zurückbekommst, indem du irgendwelche Ausbildungsgelder zurückbekommst, indem du dieses Gerichtsverfahren, das seit jahrelang irgendwie feststeckt, gewinnst und da ein Riesengeld bekommst und das ins Reich Gottes investierst. Das da rein investierst, dass die Leute aus diesen Ängsten rausgerissen werden. Ängste vor der zweiten Welle, die kann leicht kommen, wenn du einfach die Immunität nicht hast. Ne? Ihr wisst, dass diese Sonnenbetten, Solarien, dass die krebserregend sind. Ne? Ich weiß nicht, ob man vielleicht Kurzzeit das haben kann. Ich weiß es nicht, aber wo auch immer du ein bisschen Sonne erwischt, da solltest du dir die Sonne in den Körper holen. Amen. Auf alle Fälle, dass du deine Immunität stärkst. Ne? Viel Zitrusfrüchte und so weiter. Ne? Also Vitamin C, wo auch immer du es kriegen kannst. D-Vitamin, Zink ist was Wichtiges. Dass du deine Immunität stärk hältst. Halleluja. Und dass du das Volk rausführen kannst aus der Gefangenschaft in Ägypten. Aus der Todesfurcht. Und dass du deine Finanzen, dass du die erwartest vom System der Welt. Dass du Ägypten plünderst. Diese Könige, diese Magier, die gekommen sind, die Könige, die zu Jesus gekommen sind, das waren auch aus anderen Ländern, das waren noch nicht mal welche vom Volk Gottes. Erwarte, glaube es wieder, glaube an Multiplikationswunder. Weißt du, wie die Wunder der Multiplikation geschehen sind? Weißt du, dieser kleine Junge, seine 5 Brote, seine 2 Fische, er hat sie Jesus in die Hand gegeben. Alles, was du jetzt für dich selbst bewahrst, kann sich nicht multiplizieren, verstehst du? Was du für dich selbst behältst, was du jetzt sparst, was du jetzt aufhebst für später, wenn die schwierigen Zeiten kommen, es kann sich nicht multiplizieren. Es kann sich erst multiplizieren, wenn du es Jesus hingibst. Halleluja. Erst dann, wenn du es Jesus in die Hände gegeben hast, kann es gesegnet werden und kann sich multiplizieren. Vater, in dem mächtigen Namen Jesus, in dem mächtigen Namen Jesus, ich segne jeden Zuschauer. Ich segne das Reich Gottes, das Volk Gottes. Ich segne jeden einzelnen Herr. Raus aus Angst, raus aus Gebundenheit, raus aus Ägypten, raus aus Systemen der Welt, rein ins System des Reiches Gottes, rein ins Reich Gottes, rein in Kanaan, rein ins verheißene Land, rein in das, wo dein Herz uns leitet, deine Last auf deinem Herzen uns führt und leitet, dass wir denen helfen, die verzweifelt sind, Herr, dass wir Josefs werden, die ganze Nationen am Leben erhalten können, die Storehäuser aufmachen, die Lagerhäuser aufmachen und Getreide geben, Essen geben, Leben geben, Leben geben, Leben geben, geistlich und natürlich, geistlich und natürlich, Herr, jeder Einzelne im Reich Gottes, Herr, dass wir unsere Finanzen dir in die Hände geben, unser ganzes Leben dir in die Hände geben, damit du multiplizieren kannst, damit du es gebrauchen kannst für diese Welt, fürs Reich Gottes, um zu segnen, um deine mächtige Hand zu zeigen, um deine Wunder zu zeigen. Ich segne meine Geschwister mit wirklich Leitung des Heiligen Geistes, gerade auch im finanziellen Bereich, dass der Teufel dir nichts stehlen kann, weil du treu bist im Zehnten geben, im Opfer geben, weil du treu bist in den Prinzipien des Reiches Gottes und weil du multipliziert, multiplizierst, multiplizierst und Millionen von Menschen speist, geistlich und im Natürlichen, mit dem, was der Herr in dir getan hat. Ich segne dich in Jesus' Namen. Amen. Wenn ich